Was geht ab, Freunde? Weiter geht es mit einer neuen Folge The Callisto Protocol. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wir machen weiter. Ich hoffe, ihr habt Bock auf eine neue Folge. Die letzte ist ja hier, genau in diesem Raum, ein bisschen chaotisch geendet. Ey, krass. Guck mal, hier so alte Geräte, weißt du, obwohl wir auf so einer Zukunftsstation sind. Gut, Freunde. Ja, an der Stelle nochmal Dankeschön für eure Unterstützung. Freut mich, dass so viele noch immer am Start sind und das immer noch unterstützen mit einer Bewertung, mit einem Kommentar. Und danke natürlich immer noch für die Genesungswünsche. Leider hat es bei mir auch dieser eine Virus, den wir seit 2,5 Jahren kennen. Diesmal hat er mich erwischt, das erste Mal. Das große C. Das ist halt die Scheiße. Aber es hält sich nur in Grenzen, außer was wirklich, wirklich sehr, sehr nervt. Aber ich will euch jetzt nicht mit dem Thema nerven, da wurden mir die letzten 2,5 Jahre genug genervt. Das Riechen und Schmecken. Weg. Ich schmecke fast gar nichts mehr und rieche fast gar nichts mehr. Naja, aber ansonsten hielt sich das in Grenzen zum Glück. Hätte auch schlimmer kommen können. Egal. Wie gesagt, lassen wir das Thema. Das haben wir genug gehabt die letzten Jahre. Wo muss ich denn jetzt hin überhaupt? Zu dieser einen Tür. Obwohl die Tür war das. Checken wir nochmal, ob ich hier irgendwie vielleicht irgendwas übersehen habe oder so. Warte mal. Was haben wir noch eigentlich im Inventar? Haben wir überhaupt noch irgendwas? Ja, okay. Vorne beim Licht? Erstmal zurück hier wieder. Machen wir ab. What the fuck? Ah, du machst mir die Tür auf. Danke. Okay, er hat sich direkt verwandelt. Was? Wie schnell ist er hinter mir hergekommen? Ich bin tot. Ich bin sowas von tot, ey. Vielleicht auch nicht. Drück mir die Daumen! Stirb doch, ey. Okay. Ich dachte, ich bin schon wieder tot, ey. Wie ist der so schnell hinter mir? Das verstehe ich. Also manchmal, wirklich, manchmal ist es ganz komisch. Ich habe den jetzt nur geworfen und dann hat er sich direkt verwandelt und hat sich irgendwie hinter mich teleportiert, so blitzschnell. Obwohl er sich gerade verwandelt hat, dann bin ich vorbei. Das macht irgendwie gar keinen Sinn gerade. Egal. Aber das ist natürlich ein bisschen. Oh shit. Alter, wo sind wir denn jetzt? Das wirkt eher wie so ein normaler Luftschutzbunker von damals oder sowas, weißt du? Also, das heißt normal. Scheiße. War das ein Schimpanse? Was? Jetzt mal ernsthaft, das Geräusch hat sich sehr schimpansenmäßig angehört. Vielleicht haben sie das sogar genommen als Geräusch. Oder so affenmäßig zumindest. Jetzt, keine Ahnung, ich bin jetzt kein Affe-Experte. Ich benehme mich manchmal wie einer. Und werfe mit Kot um mich herum, aber... sonst. Okay. Nicht, dass es wieder diese Scheißdinger gibt, die mich anspringen, weißt du? Was ist das denn? Hä? Was ist das? Warum wackelt die Wand so? Wie gesagt, wenn ich hoffe, das sind die nicht. Wenn ich jetzt einmal angefallen werde, bin ich tot, glaube ich, oder? Von der Energie her? So, dann. Eine neue Form von Biophagen, die zur spontanen Verbrennung fähig sind. Ursprünglich dachte ich, sie könnte einheimisch sein, aber die Morphologie ist eindeutig menschlich. Das Objekt war mit einem Mark I Implantat ausgestattet. Etwas, das von Arkes heraufgekommen ist? Was ich weiß, ist, dass Cole sich verändert hat. Seit Europa ist nichts mehr, wie es war. Er hat irgendwas vor. Okay. Jupiter.
So. Warte mal, ich sollte eine Sache ausprobieren. Weil bei Isaac in Dead Space war das so, dass er sich irgendwann beschwert hat. Aber Jacob ist, glaube ich, alles scheißegal. Da kannst du so lange stampfen, wie du willst. Denn vielleicht, Freunde, wer weiß, ist Jacob sogar ein Ire, weißt du? Vielleicht nur einer von diesen Stepptanzern, weißt du? Dancern. Kennt ihr die? Die immer übelst abgehen mit ihren Schuhen? Vielleicht ist er ja einer. Das sieht hier übrigens gerade richtig geil aus, finde ich. Das ist eine geile Stimmung. Oh, ey, die englische Stimme hört sich so viel besser an. Aber das ist halt so ein Ding auf YouTube. Die Leute wollen eher die Deutsche hören. Und ich will auch in erster Linie die deutsche Synchro spielen. Aber hier kann man wirklich klar sagen, die englische ist deutlich besser. Deutlich besser. Weil die deutsche diesmal halt leider nicht so gut ist. Das ist halt das Ding. Was normalerweise nicht mehr so der Fall ist. Und was ich noch dazu sagen will, nur weil ich solche Sachen kritisiere und aus meiner Sicht kann man das auf jeden Fall kritisieren und noch ein paar andere Sachen bei Callisto, das habe ich ja schon mal erklärt, heißt es nicht, dass ich das Spiel schlecht finde oder dass ich keinen Spaß habe. Ich kann auch mit Spielen Spaß haben, die Ecken und Kanten haben und das hat Callisto halt, aus meiner Sicht. Alleine die Steuerung zum Beispiel, die ist aus meiner Sicht nicht so geil, aber man kann trotzdem damit klarkommen. Das Problem ist eher, auch bei der Diskussion, ist jetzt Callisto geil oder nicht, das große, wie nennt man das, Damoklesschwert, glaube ich, schwingt halt über Callisto und das nennt sich Dead Space. Das ist ja nun mal so und das ist kein unfairer Vergleich, sondern das ist genau der richtige Vergleich und da kann Callisto leider nicht mithalten. Man muss aber auch sagen, Dead Space ist halt auch wirklich absolut geil so. Ja. Aber wie gesagt, Callisto macht schon Spaß. Ich finde es jetzt nicht... Oh, shit. Okay, solche Viecher. Ich find's nicht schlecht. Also wie gesagt, mir macht's Spaß. Aber es ist halt nicht so der große Hit, wie man vielleicht erwartet hat. Das kann man so, denke ich mal, stehen lassen. Das Gebiet ist schon ziemlich eklig hier, oder? Ja. Naja, wie gesagt, könnt ihr gerne mal eure Meinung reinschreiben. Shit. Oh shit! Schon wieder nichts nachgeladen, ey. Stirb doch einfach, ey. Wieder das Nachladen. Jetzt lad doch nach. Ja, wie gesagt, es ist halt. Das ist halt der Punkt, den ich nochmal erwähnen wollte. Also, wenn ich den wirklich aufspieße, dann gibt es keine Chance mehr zu looten oder was. Das ist halt so das Ding, was ich meine, wa? Das ist halt. Die Entscheidung muss er halt dann treffen, ne? Okay, das Spiel gibt einen Scheiß darauf, dass ich fast tot bin. Interessiert die gar nicht. Gut. Da habt ihr die Antwort. Wo jetzt lang? Boah. Gib mir doch nicht, ey, die Unwitz. Gib mir doch ein bisschen Heilung jetzt. Ey, das muss doch das Spiel checken, ey. Scheiße, jetzt bin ich noch langsamer als sowieso schon. Ey, jetzt kriege ich nur noch Credits, oder was? Nicht ein bisschen Heilung. Das ist doch ein Witz. Jetzt mal ernsthaft, oder? Das ist doch...
Das ist doch Ironie des Schicksals. Endlich habe ich mehr Platz, mehr Inventar, brauche es mehr denn je. Und ich finde weniger als vor einer Stunde im Spiel. Hä? Wieso? Endlich ein bisschen Leben, ne? Ach du Scheiße, da war ja doch was. Ey, ich bin am Leben. Am Limit, am Leben. Leben am Limit. Ey, Junge. Jetzt bin ich tot, oder? Alter. Danke fürs Leben. Scheiße, Mann. Das ist doch scheiße. Das Ding da, ist es explosiv eigentlich? Kann ich das auf ihn schleudern? Sieht so aus, oder? Ich will es aber irgendwie nicht testen, ey. Obwohl, wir haben einen Speicherpunkt. Ja, okay. Habe ich natürlich meine Energie verballert für den Test. Scheiß drauf. Schnell, 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 lad nach. Jetzt muss ich wirklich langsam laufen, ey. Ich meine, nicht, dass er das sowieso tut, aber. What the fuck? What? Ey, wenn du mich jetzt wieder abfuckst. Ich tu's lieber, ey. Nicht, dass er mich jetzt abfuckt. Gerade ist echt nice. Oh nein! Okay, warum nicht? Guck sie an, guck sie zum 20. Mal an. Du Idiot, ey. Ich seh's nicht richtig. Ist er mit dem Gesicht weggedreht? Ja. Nee, wo hab ich denn abgeknallt, die Sau? Wo war denn der Typ? Okay. So, warte mal. Hier schon mal nachladen. Bisschen vorbereiten. Falls ich mal wechseln muss. Jetzt sieht es ein bisschen besser aus wieder. Munition. Und mehr Lebensenergie. Alter Schwede. Das war schon jetzt intensiv. Aber was für mich persönlich halt nicht der Fall ist bisher.
Das sehen andere anders, weil sie halt nicht so krass sind wie ich. Gruselfaktor habe ich leider bisher gar nicht. Gar nicht. Leider, leider, leider. Aber das ist halt, weil ich so krass bin. Das ist halt nur mal so. Andere haben da wahrscheinlich übelst Schiss. Naja, das ist halt... Freunde, was soll ich sagen, so, ja? Es ist... Ich will mich jetzt auch nicht größer reden, als ich sowieso bin, so, ja? Nein, Spaß jetzt mal. Nein, aber Spaß beiseite. Trotzdem, für mich persönlich sehr schade halt. Aber Horror oder Grusel spüre ich gar nicht bisher. Und das ist halt schade, weil ich das erhofft habe, so ein bisschen wenigstens. Das hätte ich mir ganz gut vorstellen können am Anfang so, weil du dann noch nicht den Anzug hattest und so. Ich dachte, das wäre so der Fall, aber ja, im Prinzip hat man ja jetzt nur ein bisschen mehr Lebensenergie. Aber die Waffen sind gleich immer noch. Ja, die Gegner sind gleich. Ist auch so ein Punkt, ja? Ja. Ich denke mal, manche haben dann mehr Panik oder Angst. Heilige Scheiße! Hey, ich könnte Hilfe gebrauchen! Ach, jetzt auf einmal, du! Miese Sau, du! So will ich das sehen. Ich wollte eigentlich die ganze Zeit... Kann man das nicht abschießen? Doch. So. 95, ey, nice. Komm. Ach, keine Munition mehr. Warte kurz. Ja, was machst du denn jetzt? Sterben. Bleib liegen, du Sau. Was hat die für eine Schrot? Ich will dieses Schrot haben, ey. Das ist eine Schrot, nicht das, was ich hier in der Hand habe, ey. Komm, zeig dich. Ich höre dich. Ich weiß, dass du da in der Ecke bist. Du Sau. Ja, ist er. Was macht die da? Dauerfeuer oder was? Das ist geil gerade. Das ist mega geil gewesen. Warte, ich erklär's gleich. Aber die. Oh, Scheiße, nicht sterben jetzt. Nicht sterben! Mach doch Telekinesis! Mach doch Telekinesis! Was? Okay, es hat gezählt. Wollte gerade sagen, ey. Warte, ich erklär's gleich. Das war richtig geil gerade. Alter, war das geil. Komm jetzt rauf. Tür klemmt. Ich sag Gleichberechtigung, oder? Haben wir Gleichberechtigung? Das ist so einer, der will ich auf jeden Fall. Scheiß drauf. Komm rauf! Der würde ich. Lass mir das. Was geil war. Das ist halt dann wieder der Vorteil vom PS5-Controller. Als ich hier stand und da geguckt habe, ne? Und der denn hier rausgekommen ist. Man hat's gespürt. Man hat's am Controller gespürt, dass einer unter dir ist und wo der ist. Das war wirklich sehr geil gemacht gerade. Das hat richtig vibriert und dann ist er hier entlang gegangen. Das hat man am Controller gespürt und dann ist er hier rausgejumpt. Das war wirklich nice. Das war, muss man wirklich sagen, das war richtig geil, Mann. Das war wirklich geil. So, Heilung haben wir, glaube ich. Ja, doch, haben wir doch. Das war cool, ey. Nice. Ah! Ich hoffe, ich habe jetzt alles kaputt getreten, was ich auch kaputt gemacht habe. Weil, wenn schon, denn schon, oder? So, mal gucken, wie die kleine Zicke drauf ist jetzt. Nicht, dass ich dich wiedersehe. Naja, warum? Ha? Weil
alle mich sterben lassen wolltest? Du wolltest mich auf deinem Schiff töten. Damit sind wir wohl quitt. Keine Ahnung, ob du es gemerkt hast, aber wir sitzen hier tief in der Scheiße. Hey, du musst mich nicht mögen und ich dich auch nicht, aber Elias hatte recht. Allein haben wir keine Chance, aber zusammen kommen wir hier vielleicht lebend raus. Na gut. Wenn ich die Raupe in Gang kriege, kommen wir zum Hangar. Du musst das Haupttor öffnen. Warum sollte ich dir vertrauen? Hier. Nimm die. Wirst du brauchen. Die Biester sind überall. Ich bin übrigens Jacob. Ich weiß, wer du bist. Okay, alles klar. Schnelle Waffenwechsel. Ah, jetzt kommt es. Tippe die linke Taste, um schnelle Waffen ausgerollt. Okay. Also kannst du anscheinend nur schnell Waffenwechsel machen bei... bei unterschiedlichen... Achso, Hauptwaffe, genau, ja. Weil das eine Hauptwaffe ist und das eine Seitenwaffe. Aber zwischen zwei Seitenwaffen hast du diesen unnormalen, unnötigen, dummen, idiotischen Krampf in Sachen Waffenauswahl. Keine Ahnung, ich bin schon wieder ein bisschen abgedriftet, aber... Freunde, Fiebertraum, ihr wisst Bescheid. Wir hören uns, haut rein.